Liebe Zuschauer, der Handelskonflikt der USA mit den Europäern und den Chinesen, der beschäftigt uns natürlich nach wie vor, hat an den Finanzmärkten ja in den letzten Wochen auch immer wieder für Beunruhigung gesorgt. Er ist noch nicht gelöst. Wir wollen wissen, was ist der aktuelle Stand? Und ganz wichtig, wir wollen auch wissen, was steckt denn eigentlich dahinter? Das besprechen wir mit Jens Schön-Gast, Asia-Expertin und Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management. Ja, die wichtigste Frage, manch einer weiß das vielleicht noch gar nicht so richtig, was steckt denn eigentlich hinter den Drohungen, die Donald Trump immer wieder ausstößt, und das eine oder andere wurde ja bereits realisiert. Was will er mit dem Handelskonflikt bezwecken? Ich denke, der Präsident Trump verfolgt dabei zwei Ziele. Das eine ist, er will ein für die USA positives Deal erzielen. Und das ist eine seiner wichtigsten Wahlkampfkernversprechen. Und er hat sich auch als ein Dealmaker immer so dargestellt. Und das hatte ihm immer viele Unterstützungen von der Bevölkerung gebracht. Und das würde er auch jetzt vor der Midterm-Wahl in den USA im November sehr gut gebrauchen. Das andere Ziel ist, dass er eventuell China bei seiner Industriestrategie Made in China 2025 bremsen. Und die US-Regierung hat dabei immer starkes Bedenken, dass chinesische Regierung durch Subventionen die Märkte verzehrt und Überkapazität baut und dann zu Wettbewerb Unfairness für die US-Unternehmen führt. Jetzt haben wir ja gesagt, es war ein Aufrüsten eine Zeit lang, zumindest mal verbal. Mittlerweile hat man aber gesagt, man möchte sich an den Verhandlungstisch setzen. Das hat in der vergangenen Woche dann auch stattgefunden, ein Treffen des amerikanischen Finanzministers mit Vertretern der chinesischen Regierung. Ist man sich da tatsächlich einen Schritt näher gekommen? Also offiziell heißt es in den chinesischen Medien, weil wir wirklich keine Details kennen, aber offiziell in der Zeitung steht, das Gespräch war offen und konstruktiv, und in Diplomatensprache klingt nicht gerade nach einer Annäherung. Aber das war auch nicht zu überraschen, weil beide Länder so viel zu diskutieren haben und die Vertreter haben nur 2 Tage Zeit gehabt und 4 von den 5 Handelsvertreter sind auch scharfe China-Kritiker. Deswegen war das auch zu erwarten, dass kein Erfolg gleich gemeldet war. Jetzt wurden heute Morgen neue Zahlen aus China gemeldet, Exportzahlen. Überraschend gut. Donald Trump wird schlucken, wenn er die Zahlen sieht. Gießt das so ein bisschen Öl ins Feuer? Ich denke, das zeigt, dass einige Marktteilnehmer, Unternehmen haben schon auf diese Handelskonflikte eingegangen, haben ihre Investitionsentscheidung getroffen. Einige Import und Export werden früher getätigt, bevor dieser Handelsstreik vielleicht eskaliert oder konkret wird. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir ein sehr gutes Handelsvolumen im vergangenen Monat gesehen haben. Das heißt, dann müssten wir eigentlich die Verschiebungen in den nächsten Monaten sehen, wo dann eben die Exporte wieder entsprechend zurückgehen. Ja, logischerweise, also denke ich, ja. Wir sprechen immer wieder von einem Handelskrieg. Noch ist natürlich noch bei weitem nicht so weit. Was meinen Sie, wenn die Situation ein bisschen eskaliert, wer sind da möglicherweise die großen Verlierer? Und sieht man jetzt überhaupt schon einen Schaden? Es ist sehr, denke ich, schwierig zu messen. Und natürlich beide Länder werden da unten leiden. Aber wenn wirklich die Verhandlungen scheiden, wenn wirklich ein Handelskrieg ausbrechen würde, ich denke, würde das dann um Elastizität einer Wirtschaft gehen. Also nicht um wer mehr leidet und wer weniger. Und auch welche Länder dann danach richtige Entscheidungen trifft. Also im Prinzip, wer länger aushält. Und ja, aber für die Börsen wird das schon ein negativer Zustand sein, weil man immer gleich ein rahmenschwarzes Bild malt. Also das muss aber später nicht unbedingt antreten. Ja, und letzte Frage, ganz spannend. Rechnen Sie denn persönlich mit dem Handelskrieg? Kommt es wirklich so weit oder wird man doch noch die Kurve kriegen?
Ich persönlich rechne ich eigentlich mit noch weiteren heftigen Auseinandersetzungen. Also China werde nicht sich gleich beugen, und sondern versuchen, das so gut wie möglich in den Verhandlungen eine gute Position zu bekommen. Und eigentlich von beiden Ländern sind auch nicht alle Karten ausgespielt. Also es könnte noch einige Runde kommen, aber im Endeffekt glaube ich, kein Land kann sich wirklich einen Handelskrieg leisten, muss man auch nicht, deswegen werden sie sich doch zum Schluss einigen. Ja, liebe Zuschauer, soweit die Einschätzung von Jen Schön, Gastfondsmanagerin bei der LBBW Asset Management, die mit uns zusammen den Handelskonflikt hier so ein bisschen eingeordnet hat. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Dankeschön.